Am meisten motiviert mich eigentlich dieses Ziel, was man vor Augen hat. Also jeder Tennisspieler hat wahrscheinlich ein Ziel und für mich ist das eigentlich der Hauptantrieb. Ich bin jetzt seit 45 Jahren diesem Sport verbunden. Erst als Jugendlicher regelmäßiges Training, dann als Spieler jeden Tag Training, danach als Tennislehrer. Also der Tennissport ist mein Leben. Durch das Tennisspielen habe ich durch einige Tiefen und Höhen auch ziemlich erlebt, einfach weiterzumachen und weiterzukämpfen und einfach ja, nicht aufzugeben. Ich finde, Tennis ist die perfekte Mischung aus Einzelsport und Mannschaftssport, weil man auf sich konzentriert sein muss und für sich selber arbeiten muss. Aber andererseits hat man zum Beispiel bei den Mannschaftsspielen dann auch den Rückhalt der Mannschaft und lernt auch, was Teamfähigkeit bedeutet. Ich weiß, ich habe damals hunderte von Matches an der Wand gespielt gegen alle Größen. Ich habe sie alle geschlagen, 10-mal McEnroe besiegt, 100-mal Lendl besiegt. Für mich ist ganz klar das Ziel, dass ich Profi werden möchte. Dafür bin ich eigentlich bereit, alles zu geben, jeden Tag und immer wieder. Diesen Sport liebe ich bis heute noch. Das ist für mich immer noch das Größte, auch mal 10 Stunden auf dem Platz zu stehen oder noch mehr und jemandem das Tennis beizubringen. Wenn ich das Leuchten in den Kinderaugen sehe, ist das für mich immer noch ein Traum. Also meine Ziele sind jetzt nicht unbedingt den Gegner fertig zu machen, sage ich mal, sondern eher für mich zu sagen, ich hatte einen guten Tag, ich habe schön gespielt und ja, es läuft. Tennis ist mein Sport, weil er mich jeden Tag wieder neu fasziniert, weil er mich immer wieder herausfordert und weil er mich ernährt. Tennis bedeutet für mich, Spaß am Sport zu haben. Tennis ist mein Sport, weil es eigentlich der erste Sport ist, den ich überhaupt ausgeübt habe und für den Sport die größte Leidenschaft entwickelt habe. Ich weiß nicht, wie Tennis das macht, aber man hat den Kopf frei danach. Man fühlt sich körperlich natürlich irgendwie besser, aber auch mental irgendwie ein bisschen befreit und man freut sich, dass man Tennis gespielt hat. Also wenn ich 2 Stunden richtig intensives Training hatte, danach bin ich der entspannteste Mensch auf Erden. Bin immer dran geblieben. Ich habe Tennis nie in Frage gestellt, zu keinem Zeitpunkt für mich, von dem Moment, wo ich angefangen habe. Bin seitdem dabei und total infiziert.